Ich brauche den Alchemisten für etwas, das ich euch zusammen braue. Wenn ihr schnappt. Atreus, komm her. Hast du da draußen was gesehen? Den Turm? Ich sehe keinen Turm. Vielleicht nur Einbildung. Noch eine Geschichte? Na schön. Da war einmal ein Pferd. Das Pferd wollte sich an seinem Feind rächen, einem Hirsch. Doch es konnte ihn nicht allein töten. Das Pferd traf einen Jäger und sie schlossen einen Pakt. Es ließ sich Zaumzeug anleben und erlaubte dem Mann auf seinem Rücken zu reiten. Gemeinsam töteten sie den Hirsch und das Pferd bekam seinen Sieg. Doch der Jäger ließ das Pferd nicht frei und machte es zu seinem Sklaven. Also kostete seine Rache die Freiheit. Hoffentlich war es das wert. War es nicht. Komm. Warte, das muss ich mal lesen. Habt ihr den Alchemisten aufgespürt, den ihr finden solltet? Aus welcher Welt hat's euch hierher verschlagen? Lasst mich raten. Auf Haim? Richtig geraten. Den Geruch erkenne ich überall. Hab früher viel Zeit dort verbracht. Aber das darf ich jetzt nicht mehr, wegen des, Zwischenfalls. Was ist passiert? Weiß ja nicht, ob dein alter Herr es gut findet, wenn ich es dir erzähle, weil Fluchen und Stehlen und Hurerei damit zu tun hatten. Was? Richte nicht über mich. Ihr seid's doch, die nach Alp stinken. Da werden einfach Erinnerungen wach. Jetzt hau ab! Meine Arbeit macht sich auch nicht von allein. Kannst du das lesen? Ja, Vater! Diese Runen lauten Tod im Inneren. Also, Brock meinte, sein Freund ist auch ein Zwerg. Mit einem grünen Ring. Sieh nach, wenn du willst. Ich werde Ressourcen für unsere Reise suchen. Willst du mich helfen? Nein,
Warum nicht? Weil ich keine Botengänge für Zwerge mache. Oh. Ein Zwerg, aber kein Ring. Einer seiner Männer? Brandspuren. Und zwar auf dem Boden und an der Wand. Seltsam. Dann suchen wir wohl weiter. Wir? Ich meine, ich suche weiter. Ein Seelenfresser. Tötet er uns, war's das. Kein Valhall, kein Hehl, kein Jenseits, niemals. Er greift nicht an. Oh, meine Mutter klang wie gefährlicher. Dann sei auf alles gefasst. Komm. Nicht er. Hey, ich dachte, es wäre dir egal. Ich habe keinen Ring bemerkt, als ich ihn durchsucht habe. Oh. Gegner voraus! Getrennten Hand an dem Seelenfresser. Tja, jetzt wissen wir, was an Vari zugestoßen ist. Wir können es Brock sagen. Wir müssen nicht kämpfen, oder? Doch, wir kämpfen gegen ihn. Aber warum? Weil du Angst vor ihm hast. Go!
Sei bereit! Junge, hierher. Ja. Noch eine Karte, super! Das war ein Blutbad. Wir kämpfen, vernichten ihn, bleiben immer konzentriert. Ja. Sei ganz still. Keine schnellen Bewegungen. Zwergeninschrift. Der Alchemist. Aber wo ist der Rest von ihm? Ist wahrscheinlich Asche. Der Seelenfresser hat ihn. Wir sollten das jetzt sofort. Kannst du das lesen? Jawohl! Diese Runen wurden hastig geschrieben. Da steht Igimsteini. Keine Ahnung, was das heißt. Wir werden den Blauen fragen. Dann bist du jetzt interessiert? Wir haben seinen Alchemisten gefunden. Uns steht eine Belohnung zu. Stop!
Wie war's? Gut gemacht. Konzentrieren, Junge! Was habt ihr gefunden? Einen Alchemisten. Tut mir leid, Brock. Die Hand war alles, was wir gefunden haben. Mit dem Ring. Da drin war ein Seelenfresser und er muss den Rest von ihm verbrannt haben. Ihr wollt sicher immer noch einen Lohn für eure Mühen, hm? Natürlich. Natürlich, sagt er. Mjönifruxi? Ich sehe mir diesen Ring einmal näher an. Vielleicht hat Antwari ihn mit... bevor er abgekratzt ist. Zwerge können das? Klar, Zwerge und magische Edelsteine sind wie Fliegen und Schweinedärme. Die ganz zarten. Ich will's gar nicht so genau wissen. Hereinspaziert. Das war's mit Ruhe und Frieden. Ja, dann nächstes Mal.
Junge. Noch eine Geschichte. Na schön. Es war einmal ein Frosch. Sein Teich trocknete aus, also suchten der Frosch und sein Sohn ein neues Zuhause. Sie fanden einen Brunnen. Der Sohn sah das Wasser und wollte hineinspringen, doch der Vater hielt ihn auf. Er sah, dass der Brunnen tief war und sie nicht wieder hinauskommen würden, wenn das Wasser erneut versiegen würde. Wir machen ein andermal weiter. Gut. Sieh mal, eine Fackel. Eine Fackel ist aus Holz. Das nennt man Feuerschale. Eine Feuerschale. Darauf steht etwas geschrieben. Soll ich vorlesen? Quake. Gut gekämpft, ihr zwei! Hey, noch ein Geist! Jetzt kommt! Ich beiße nicht! Bist du tot? Du bist sehr scharfsinnig und kühn. Seid vorsichtig, wenn ihr die Feuerschalen entzündet. Sedor und Hillläufer werden von den Flammen wie Motten angezogen. Ihr habt uns bestimmt aus unserem wässrigen Grab befreit. Danke. Uns? Andere Geister. Der See der Neuen ist voll von ihnen. Die meisten davon können diese Welt verlassen, aber einige wenige stecken in Midgard fest, bis unsere Angelegenheiten geklärt sind. Vielleicht könnt ihr ihnen auch helfen? Wir haben nicht den Wunsch, dir zu helfen, Geist. Aber das habt ihr bereits. Ich wollte nur noch mal den Himmel sehen. Lebt wohl! Komm, wir dürfen uns nicht ablenken lassen.
Das muss Blaine übersetzen. Wir sollten wohl nach weiteren Geistern Ausschau halten. Was habe ich dir über Ablenkungen gesagt? Aber sie brauchen offenbar Hilfe. Das sind Geister, Junge. Tote Dinge. Sie haben keine Bedürfnisse. Nur Forderungen. Aber ich möchte sie nicht ignorieren. Du wirst darüber hinwegkommen. Mutter hätte ihnen bestimmt geholfen. Wie war das, Junge? Gar nichts. Noch besser so. Tja, war ein Versuch. Die kann ich auch nicht lesen, aber sie sind anders als die anderen. Ich kann sie nicht lesen. Sieh mal, die Magie der Hexe verdeckt die Hohnstangen noch. Das spart uns Zeit. Hier, Junge. Ah, das hatte ich mich schon gefragt.
Was spricht dich an? Hier wirkt schon gleich viel aufgeräumter. Oh, macht gar nichts. Nur mal plaudern ist auch schön.
Vater? Könnte ich sie jetzt tragen? Nein. Aber... Ich sagte nein. Ist gut. Das Gesicht in den Berg gemeißelt. Das weißt du sicher besser als ich. Danke. Jetzt sei vorsichtig. Sorglosigkeit kostet uns nur Zeit. Klar. Wieder der schwarze Atem. Was machen wir? Wir schauen, ob die Hexe recht hatte. Es funktioniert. Sie hatte recht. Komm, bringen wir es zu Ende. Klettern wir. Mutter meinte, die Riesen hätten die Berge von Midgard oft besucht, bevor sie verschwanden. Verschwanden? Ja, sie waren eines Tages einfach weg. Niemand weiß warum. Vielleicht sind sie zurück in ihre Heimat. Nach Jötunheim? Vielleicht. War das Gesicht im Berg wohl die Ehrung eines Riesens? Dämon, wir sind da! Mehr schwarze Atem. Ist das ein Hirsch? Von einem Riesen mit Hirschkopf habe ich noch nie gehört. Wer kann das sein? Kein Weg rüber, aber das ist eine Sandschale. Was steht da? Kein Ochs am Joch, kein Sklav im Land. Hört meinen Ruf, hat mich je gekannt. Boden, Junge. Das ergibt keinen Sinn. Irgendetwas fehlt. Vielleicht ist irgendwo ein zweiter Lichtkristall.
Ist das Harz in einer Höhle? Das funktioniert wohl nicht. Dieser Ort muss den Riesen wichtig gewesen sein. Offenbar prüfen sie uns. Ja, das sieht gut aus. Ich kann es fast entziffern. Ist das die Antwort? Freiheit. Klar, das passt. Nur zu. Klar, Frelze. Was passiert hier? Oh, ich dachte eher an eine Brücke. Deine Riesen wollen uns noch weiter prüfen. Soll ich den Kristall im Fackelhalter zum Leuchten bringen? Oder? Erst nach unten, dann nach oben. Diese Gänge sehen zu eng für Riesen aus. Warum lachst du? Oh, du meinst das ernst? Ich meine es immer ernst. Ganz vergessen. Mutter sagte immer, Geschichte interessiert dich nicht. Riesen sind nur ein Volk, die Alben oder Narzissen. Sie müssen nicht groß sein. Und die Weltenschlange? Na gut, in dem Fall ist riesig tatsächlich groß. Aber es gibt ja nur einen.
Das gewusst? Mach dich bereit, Junge! Ganz schön viele Leichen.
Sag mir, was du siehst. Naja, die sehen wie Menschen aus, nicht Riesen. Richtig. Diebe auf der Schatzjagd. Siehst du die Fallen? Oh ja, zum Glück haben sie alle ausgelöst. Sei froh, dass die hier tot bleiben. Die Statue! Die sind drüben! Hier, Junge. Ja, Vater! Die Sprache habe ich schon mal gesehen. Wozu eine Bibliothek verstecken? Was steht da? Ja. Oh! Das ist Dörathror, einer der vier Hirsche des Weltenbaums. Er bewacht den Eingang nach Jötunheim, wenn die Riesen schlafen. Ob er noch dort ist? Ich weiß es nicht. Gegner voraus! Wohin jetzt? Wir wollen immer noch zum Gipfel. Wir finden schon einen Weg. Der höchste Gipfel der Welten. Ob Mutter wusste, dass es der Berg der Riesen ist? Nein. Ihre Bitte erweist sich als viel komplizierter, als sie hätte ahnen können. Es ist ein Name, glaube ich. Hreislir. Das heißt Schrecken. Was ist das? Seltsam. Eine mit Korken umwickelte Kerze und eine Art Tierfell. Eine Laterne? Aber der Docht fehlt. Das brauchen wir nicht. Der Bifrost erleuchtet unseren Weg. Hey, hört wohl diese Fackel zu. Die Toten brauchen kein Licht. Augen offen halten. Lass das. Ach Mann, ich wollte nur... Schon gut.
Was ist das alles? Wo sind wir? Eine Mine. Und wenn diese Kralle zum Gipfel reicht, sind wir fast am Ziel. Klingt gut. Benutzen wir sie. Irgendwie muss ich die Kralle aktivieren lassen. Mit Magie verschlossen. Die Maschine ist bestimmt von Zwergen gemacht. Aber das Mauerwerk ist eindeutig hier. Ich glaube, die Riesen haben nicht nur in den Bergen geschürft, hier gelebt. Mutter nannte das Seelsturm. Lassen sich nicht abbrennen oder abhaken. An der Fackel ist eine Maschine mit Zahnrädern und Seil. Sie kann nicht gut sein. Das Ding fällt nirgends hin. Das ist lustig. Wieso? In einer Handschrift steht hier nur Jötner. Und in einer anderen und auch Zwerge. Schreiben wir auch was? Nein. Komm, Junge. Ich glaube, ich weiß, wie das geht. Die Kralle auf der Seite. Und wenn wir das lösen können... Junge! Oh nein! Das Seil steckt unter dem Felsen fest. Das war leichtsinnig. Ich weiß. Tut mir leid. Los sind.
besser. Wir müssen das Seil aus dem Chaos befreien, das du da oben angerichtet hast, Junge. Vielleicht kommen wir ja durch den geöffneten Gang darauf. Wird sich zeigen. Berg. Groß. Du wusstest die ganze Zeit, wie man den schwarzen Atem umgeht. Jetzt glaub ja nicht, ich hätte euch daran vorbeibringen können, Fleischberg. Ich habe Wege, fast überall vorbeizukommen, vor allem hier oben. In früheren Zeiten kümmerte sich mein Volk hier um alles, hat die Jötnarfallen verbessert und Wege erbaut, um sie zu umgehen. Deshalb sind sie auch so hinterhältig. Oh, da fällt mir ein, pass auf Fallen auf. Rüsten wir dich aus. Ich wünschte, Mutter wäre hier. Hier gibt es echt viel zu sehen.
Spaß haben. Und lass ja nicht zu, dass mein stümperhafter Bruder sie nochmal in die Hände bekommt. Das war ein ausgezeichneter Handel. Immer wieder gern. Und jetzt raus hier. Noch mehr Fallen. Da ist ein Tunnel, aber für dich zu eng. Geh du. Mach ich. Ist dir gut? Sicher doch. Ich kann ihn bewegen. Und das war's. Der Wagen hängt noch an. Das sehe ich. Fertig. Thank you.
sie zurück. Wozu sind die gut? Es ist irgendwas Besonderes daran. Das spüre ich. Ich weiß nicht, was wir hier noch wollen. Wenn wir es nicht brauchen können, ignoriere es. Ich weiß. Ich weiß nicht, was wir hier noch wollen. Thank you.
schaffen es nach oben. Mach dich bereit, Junge! Zum Rat. Funktioniert! Halten. Es geht los. Ob das bis ganz nach oben geht? Das wird sich bald zeigen. Irgendwas ist seltsam da oben. Da lauert eine Gefahr. Denke nicht an das, was eventuell sein könnte. Konzentriere dich auf das, was ist. Und sei wachsam. Jawohl.
nicht der Gipfel, aber näher dran. Hey, die ist nicht kaputt. Da steht was. Ein Gebet der Riesen. Sie bitten ihre Vorfahren, über sie zu wachen. Sie heimzuführen. Junge. Warte. Ich glaube, ich weiß, wie das geht. Schau. Was hast du geschrieben? Sie sollen Mutter beschützen. Wachen sie über uns auf dem Weg nach oben? Komm, Junge. Es ist ein langer Weg. Zurück.
der Tunnel, Junge. Kapiert. Vorsichtig. Mehr Prüfungen. Offenbar haben Zwerge mit diesem Tunnel die Feinde der Riesen umgangen. Gut für uns. Oder für mich zumindest. Das gibt's doch nicht. Das hilft uns nicht. Wir sehen uns drüben. Noch ein Minenaufzug. Vielleicht kommen wir noch schneller nach oben. Wenn wir auf dem Gipfel sind, was glaubst du, wie weit wir dann sehen können? Bis zum See, zur Weltenschlange, zum Haus? Das sehen wir, wenn wir dort sind. Bis dahin, wachsam bleiben. Wow. Atreus. Alles gut, hab nur kurz das Gleichgewicht verloren. Für jemanden, der so stark ist, machst du dir echt viele Sorgen. So komme ich gut zurecht und sichere unser Überleben. Mag sein. So zu leben macht aber nicht viel Spaß. Hier gibt es keine vielen Lauter! Was war das? Verstehe. Mehr Sorgen machen. Steigen wir hier aus? Nein, wir stecken fest.
Ein Teil des Aufzugs klemmt in der Wand fest. Kriegst du ihn raus? Wie viel weiter müssen wir noch? Ich weiß es nicht. Greift uns noch mal jemand an? Garantiert. Oh Mann. Ja, sei jetzt bereit. Sollten wir nicht weiter? Die könnten gleich zurück sein. Ich glaube, wir sind sicher. Sieht so aus. Vater, wenn wir Mutters Asche verstreut haben, was dann? Was kommt als nächstes? Dann tun wir nur eines. Wir kehren heim. Das war's? Das Abenteuer ist vorbei? Fürs Erste. Aber wir haben viel zu tun. Du hast recht gehabt, auf dem Boot, nachdem der letzte Baum gefällt war. Du sagtest, etwas hätte sich verändert. So ist es. Und unser Heim ist nicht mehr sicher. Aber das wird es wieder sein. Und wir müssen deine Ausbildung fortsetzen. Okay. Wir sind fast auf dem Gipfel. Nichts kann uns jetzt noch... Erhol dich und bleib hinter mir! Konzentriere dich! Heftig. Halt. Wow, was war das? Ist das sein Herz? Kristallisiert. Und es birgt Macht in sich. Unglaublich!
Wahnsinn, dass wir gegen einen Drachen gekämpft haben. Ich habe auf seine Augen gezielt, aber ich bin gestolpert. Glaubst du, das ist ihr Zuhause? Kamen sie her, als die Riesen fort waren? Oder zogen die Riesen wegen ihnen fort? Junge, die Luft hier wird ziemlich dünn. Keine Fragen mehr. Atme. Oh, ja. Verstehe. Hörst du das? Da schreit irgendjemand. Halt, Junge! Es ist Sindri. Kannst du so etwas töten? Nur wenn wir ihn überraschen können. Ich kann ihn ablenken. Was machst du? Wir müssen ihm helfen. Geh nach rechts. Finde eine Stelle. Warte auf mein Zeichen. Danke. Hey, Mistvieh! Hier! Jetzt geht's!
eine Idee. Mach dich bereit, auf mein Zeichen den Kran herabzulassen. Ich weiß doch gar nicht wie. Das ist mir egal. Sei bereit. Aber seit Jahrhunderten hat niemand mehr einen Drachen getötet. Nicht seit der Keulung der Lindwürmer. Und ihr habt ihn getötet, und zwar für mich. Du irrst dich. Der Drache kam uns in die Quere, mehr nicht. Streit es ruhig ab, aber ich bin gerettet. Und das verdient eine Belohnung. Ah. Was ist das? Geflochtene Mistelpfeile, gerade als Heimdall, perfekt austariert. Oh. Danke. Oh, naja, warte. Ist es nicht... habt ihr meinen Bruder gesehen? Ja, er sagt, du hast kein Talent. Hm. Oh, und dass ich schrullig bin? Nein, bestimmt. Dass ich das Aussehen einer Waffe? Nein, den Zweck vorziehe. Dass ich hochnäsig bin? Nein. Und verklemmt? Kleinlich. Ich weiß, was er denkt, aber er kann mir nicht mehr... Verbrenn das. Ich habe keine Zeit für sowas. Nein, nein, warte. Ich habe eine bessere Idee. Was? Ich brauche einen Zahn von dem Drachen. Nicht genau. Oh, egal. So unrein. So schrecklich unrein. Oh, wie das stinkt. Perfekt. Das sollte reichen. Oh. Ja, den fasse ich nicht an. Halt ihn hoch. So, jetzt fahr damit die Sehne des Bogens entlang. Tu's einfach. Atreus, deinen Bogen. Zweimal sollte reichen. Ah, schön, sachte. Wow! Oh klar, jetzt seid ihr beeindruckt. Wie erkläre ich das? Ich habe das Schwert... Oh, du hast es schon selbst rausgefunden. Na dann, vergiss es. Ist ja nicht so, als wollte ich gerade die komplexe Kunstfertigkeit meines Berufs erklären. Nein, nicht doch. Solange es dir hilft. Ja,
Gehen wir es an. Deine Gegner können einpacken. Und für dich? Erstmal versorgt. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Mir so vor, als hätten wir erst gestern Hirsche gejagt. Jetzt haben wir gegen Dunkelalben gekämpft, Trolle, Oger und einen Drachen. Jetzt könnten wir es mit allem aufnehmen. Wir siegen, weil wir entschlossen sind. Diszipliniert. Nicht, weil wir uns anderen überlegen fühlen. Klar, ich weiß. Es ist nur, sein fühlt sich gut an. Weißt du? Ja, ich weiß. Na bitte, soll ich ihn zerschmettern? Oh, das gefällt mir. Aber seltsam. Er ist nicht komplett explodiert. Ich habe auf den Kristall geschossen, aber er leuchtet schon wieder. Der Kristall erneuert sich. Praktisch.
war gut, oder? Besser. Wie ist der Weg hier raus? Sieh mal hier, noch eins. Der hier heißt Emil. Mutter wollte mir von ihm erzählen, aber ich war wohl zu jung. Kommen da Riesen aus seinen Achseln? Der ihn da ersticht, könnte Odin sein. Toll, damit Dinge zu zerschmettern. Her. Jawohl. Interessant. Es wird kälter. Wir müssen fast oben sein.
mehr lange, Mutter. Köcher. Der Gurt ist beim Kampf mit dem Drachen gerissen. Schon gut. Ich halte ihn einfach fest. Halt. Ein kaputter Köcher kostet dich Zeit. Schmerz überleben wir, kaputte Waffen jedoch nicht. So geht's erstmal. Gut? Gut. Geh. Langsam, Junge. Pass auf, wo du hintrittst. Bereit machen! Da muss es nach oben gehen. Du hörst die Stimmen auch, oder? Ja, sei still. Das ist der Mann, der bei uns zu Hause war. Du hattest ihn doch getötet. Ich sehe, bist du diesmal nicht allein. Muss wichtig sein, wenn die Söhne Thors mich mit ihrer Gegenwart beehren. Sagt mal, überschlagt ihr zwei euch noch immer, um Papa zu beeindrucken? Der tätowierte Mann. Den Spuren nach reist er jetzt mit einem Kind. Wohin wollen die beiden? Woher soll ich das wissen? Du bist der klügste lebende Mensch, nicht wahr? Und sogar klüger als alle Toten. Du hilfst mir, ich helfe dir. Sag mir, wo sie sind, und ich rede mit Odin. Dein Vater lässt mich nicht gehen, Baldur, und er wird verhindern, dass du mich tötest. Du hast mir nichts zu bieten. Also nimm deine Fragen, deine Drohungen und deine beiden nutzlosen Schwachköpfe und verpiss dich! Wenn niemand hinsieht, holen wir uns dein anderes Auge. Vergiss nicht, wir sind. Sind wir wirklich, nicht wahr? Ah, von euch haben wir gerade gesprochen. Ein tätowierter Mann unterwegs mit einem Kind. Geh und stell sicher, dass wir allein sind. Aber sie sind doch gegangen. Tu, was ich sage. Er weiß nicht, was du bist. Und dabei soll es auch bleiben. Wer bist du? Ich? Ich bin der größte Botschafter der Götter, der Riesen und aller Wesen der neuen Welten. Ich kenne jeden einzelnen Winkel, jegliche Sprachen, geführte Kriege und jeden Handel. Man nennt mich Mimir, den klügsten lebenden Mann. Und ich habe Antworten auf all eure Fragen. Warum jagt uns der Sohn Odins? Na gut, ich habe ein paar Wissenslücken. Aber Odin hält mich hier gefangen seit 109 Wintern. Ich bin sehr schlau. Ich finde die Lösung.
Versprochen. Ich brauche nur etwas Zeit. Es ist niemand da. Habe ich doch gesagt. Die Mutter des Jungen ist tot. Sie wollte das... Wir sollen ihre Asche verstreuen. Auf dem höchsten Gipfel aller Welten. Oh, dann seid ihr hier am falschen Ort, kleiner Bruder. Der höchste Gipfel aller Welten ist nicht hier in Midgard. Es ist in Jötunheim, der Welt der Riesen. Nein! Hat sie das wirklich gemeint? Sieh doch! Das ist die letzte bekannte Brücke nach Jötunheim in allen Welten. Siehst du den Berg, der aussieht wie die Finger eines Riesen? Das ist der Gipfel, den ihr sucht. Nicht hier. Was ist mit dieser Brücke? Wir haben einen Bifrost. Als die Riesen die Brücken zu ihrer Welt zerstörten, haben sie diese hier mit einer Rune versperrt. Wenn es sie noch gibt, kennt die nur ein Riese. Und alle haben Midgard vor langer Zeit verlassen. Richtig. Doch heute haben die Schicksalswinde einen Wirbel des Zufalls erzeugt. Wisst ihr, es lebt nur eine Person, die euch an euer Ziel bringen kann. Und ihr habt Glück. Ich habe sonst nichts vor. Wir gehen nach Jötunheim, ja? Strategisch gesehen eure beste und einzige Möglichkeit. Es ist der eine Ort, an den euch der Unbesiegbare nicht folgt. Was ist zu tun? Ja! Schneidet mir meinen Kopf ab. Was? Odin sorgte dafür, dass keine Waffe, nicht mal Thors Hammer, meinen Körper befreien kann. Glücklicherweise braucht ihr meinen Körper nicht. Der Trick ist, jemanden zu finden, der mich wiederbeleben kann. Mit der alten Magie. Alte Magie. Eine Hexe im Wald. Sie kennt diese Bräuche. Wird sie helfen? Vielleicht. Los geht's. Aber wenn sie scheitert, bist du tot. Er quält mich, weißt du. Tag für Tag. Odin selbst legt dafür Hand an und glaub mir, seine Kreativität ist grenzenlos. Jeden einzelnen Tag. Das ist kein Leben. Wie du meinst. Oh, aber ohne mich. Bruder, falls es nicht klappen sollte, musst du etwas wissen. Der Junge, du machst es nur schlimmer, je länger du ihm die Wahrheit verschweigst. Er wird dir grollen und du verlierst ihn für immer. Es gibt viel über mich, das er nicht wissen soll. Dir ist dein Geheimnis also wichtiger als dein Sohn. Ich hacke jetzt deinen Kopf ab. Auch gut. Verloren geglaubte Reich der Riesen. Das ist... Sehr lästig. Ja, das wollte ich auch gerade sagen.